Hallo Welt, da sind wir wieder. Wer schnarcht hier? Wir sind schon aufgestanden. Die Katze aber, glaube ich, auch. Ich sehe die Katze gerade nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wo unsere Stücke geblieben sind. Die hätten wir mal mit raufnehmen sollen, aber ich habe nicht daran gedacht, dass der Säbelzahntiger hier schon auf uns lauert. Das waren wir in der letzten Folge. Wir haben die ganzen Mangos hier runtergeworfen, damit wir immer schön was hier aufsammeln können demnächst. Ja, können wir das erriechen, das Monster? Das ist vielleicht nur auf der Durchreise gewesen. Da sind zwei sogar von denen. Oh, da sind noch so viele. Das ist ein anderer Baum. Der zählt nicht. Und können wir was hören? Die beiden sind weit weg. Vielleicht ist hinter dem Baum einer versteckt, aber ich höre auch nichts mehr. Von daher stellt sich mir gerade nur die Frage... Da drüben sind sie. Der hat genau hier an unseren spitzen Stöcken geschlafen. Ja dann. Können wir so weiter, ohne trinken, ohne essen? Ja, ich denke schon. Schaffen wir. Zack, hier drauf. Zwei Stück sind hier gleich. So. Vielleicht vertreiben die sich gegenseitig. Katzenkampf. Wie viele sind denn da jetzt? Ich möchte hier oben ganz gerne ein Bett hinpacken. Dopamin ist niedrig. Oh, wacker was essen. Noch mehr. Schnapp dir die Frucht. Das ist das. Ja, das gibt so nichts. Oh nein! Wir haben beide Stöcke verloren. Nimm den Stock. Nimm den. Jetzt sind wir zwar am Bluten, aber wir haben es ihm gezeigt.
Wo ist denn unsere Oase? Boah. Waren wir doch schon so weit? Oh. 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 Aber wenn das so weit ist. Oh Mann, dann ist es doch ganz schön. Hey, hier ist ja was nachgewachsen schon. Es ist doch ganz schön mühselig. Können wir das nicht auch irgendwie verarbeiten? Na, da waren nur 4 von den Dingern. Vielleicht trinken wir erstmal eine Kleinigkeit. Wow. Ist das gut? Magst du trinken jetzt? Ja, Durst haben wir immer hier. Naja, es ist ja noch früh, der Tag ist jung. Und dann können wir vielleicht nochmal weitergehen. Sofort. Nee. Kokosnüsse sind aber noch nicht gewachsen, wie es aussieht. Oder? Ah doch, die sind. Ach was, so ein paar Meter sind wir nur weggegangen und alles wächst nach. Oh, da müssen wir hier aber nochmal schütteln und rütteln. Dann gibt's doch bestimmt auch neue Kapok-Fasern für uns. Oh, so weit geht es nicht. Müssen wir schnüffeln. Nö, die sind noch nicht nachgewachsen, die brauchen länger. Medizin braucht länger, um nachzuwachsen. Oh, wo haben wir den Stock hingelegt? Oh. Oh. Oh.
Wo ist unser Stock? Naja, alles ist auch nicht nachgewachsen. Warum steht denn da an der Kapokfaser ein Plus? Haben wir schon rausgefunden, wie man das verbessern kann, das Zeug? Da haben wir vergessen, dass da unser Schlafplatz ist, so schnell. Ah, das Plus steht dran, weil er mehr als eine ist. Bestimmt, weil er ein ganzer Haufen ist. Da müsste das an den Kokosnüssen oder da müsste das ja auch sein. Da sind sogar zwei Haufen, da sind zwei Plusse dran. Wenn es das zu bedeuten hat. Ach, da müssen wir hin. Da müssen wir gar nicht da hinten rum. Aber ich möchte gerne wissen, wo haben wir denn unseren Stock gelassen? Den Spitzen. Wir können ja noch einen bauen, aber ich möchte gerne los, wieder zurück. Von unseren Abenteuern berichten. Von dem, was wir hier so Schönes gefunden haben. Hätte ich mir mal merken sollen, wo wir das gelassen haben, das Zeug. Da vorne liegt's doch. Stock und Kapokfaser. Steinhaufen hat niemand angepackt. Das ist gut. Das war doch nicht hier, oder? Nein, 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 nein. Das kann nicht hier gewesen sein. Das sind, glaube ich, noch Dornenbüsche oder sowas. Oh, und noch mehr Basaltsteine. Hier waren wir zum Beispiel. Und haben ein wenig am Baum gerüttelt. Gerüttelt? Naja. Ja, wir haben die Früchte darunter geworfen. Da ist eine Höhle. Kennen wir die schon, diese Höhle? Ach, da schlafen sie. Okay, leg das ordentlich hier hin. Aber ordentlich, nicht runterkullern lassen. Wir brauchen das. Nein, nimm das. Oh, du bist... verloren. Haben wir hier oben nicht schon ein Bett gebaut? Dann leg aber wenigstens den Stock ordentlich hier oben ab. Nicht, dass du den auch noch verlierst. Nein! Och, Kea, warum? Warum? Okay, nächster Versuch. Das legst du ja ordentlich hin. So schräg, ich hätte das da schon oben hingebaut, aber so geht's auch. So, dann such deinen Stock und die Kapokfaser noch. Den sehen wir nie wieder, den Stock. Nach da unten. Da ist die Faser. Wo ist der Stock? Da ist der direkt daneben. Oh, also erstmal die Faser.
Komm, wir gucken mal, ob wir irgendwas machen können. Oh, wir können so nicht schlafen, wir müssen das erst ablegen. Ja, jetzt bleibt er liegen, okay. Dann das hier wahrscheinlich auch, oder? Nee. Stapeln kannst du nicht so gut, ich merke das schon. Weil wir uns doch, wenn wir uns hinlegen und die Evolution uns angucken, weil wir doch was gelernt haben. Oh, hoppla. Dann dürfen wir doch nichts in der Hand halten. Hier ist aber leider nichts Neues gelernt. Das hier vielleicht. Das muss noch wachsen. Ein Wachstumspotenzial für einen wichtigen Vorteil wird zugänglich, sobald die Geschwindigkeit von Attacken und Ausweichmanövern maximiert ist. Also müssen wir noch öfter ausweichen und so. Da sind wir ja gerade richtig hier, auf dem richtigen Baum. Ja. So, wenn er immer da unten ist. Aber wo ist die... Da liegt sie. Schläft. Da kommt noch einer. Jetzt was gelernt. Ach Menno, immer noch nicht. Müssen wir noch öfter machen. Wir wollten gar nicht in die Richtung Kampf gehen. Wir wollten hier unten in Richtung Intelligenz gehen und das haben wir gar nicht mehr gemacht. Warum eigentlich nicht? Die von einer Gruppe ausgehende Einschüchterung kann noch verbessert werden. Ja, genau. Einschüchterung, Einschüchterung. Und hier wissen wir noch nicht, was da so kommt. Außerdem, die Fähigkeit, Nahrungsquellen zu inspizieren, kann verfeinert werden, wenn sie trainiert wird. Zusätzlich wird eine genetische Mutation benötigt. Ach so. Und was haben wir hier für eine? Ja, das weiß man nicht. Baby ist genetisch ausgereift. Aber wird erst bei der nächsten Entwicklungsstufe wirksam. Was kann er denn? Gui und die Mitglieder dieser Erblinie werden sich den Standort eines weiteren markanten Ortes merken können. Ist das wichtig? Naja, heute können wir uns ein, zwei Sachen schon merken manchmal. T und Mitglieder dieser Erblinie werden über einen speziellen Stoffwechsel verfügen und beim Waten in flachem Wasser weniger Energie verbrauchen. Und das hier ist noch ein Baby, ja? Pi. P hat erhöhte körperliche Fitness und das wäre doch ganz gut. Ah, hier ist noch einer. Büja und die Mitglieder dieser Erblinie werden sich den Standort eines weiteren markanten Ortes merken können. Das ist aber auch nichts. Und das hier, Gack. Gack und die Mitglieder dieser Erblinie werden sich die Position eines weiteren Gegenstandes oder Lebewesens merken können. Nee. Tja, vorbei ist's mit unserer Intelligenz. Na, das hat am meisten Spaß gemacht eigentlich. Da müssen wir mit der Gruppe alles einschüchtern. Leute, sollten wir die ganze Gruppe hier herrufen. Hier ist genug zum Einschüchtern. Wo war das mit den Nilpferden und so? Ja, da können wir Punkte sammeln. Da haben wir das ruckzuck wahrscheinlich voll. Aber da müssen wir auch erstmal... Da müssen wir auch erstmal zusehen, dass wir das da ordentlich vorbereiten. Da ist ja schon wieder so spät. Ich glaube, wir können schon wieder schlafen gehen. Da unten ist die Katze.
und wir gehen hier oben schlafen. Und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Bleibt gesund und munter. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mm-hmm.